am Behandlungsstuhl bei Thomas Linke. Der 64-Jährige hat seine Praxis in Saarlouis und steht kurz vor der Rente. Bei Kollegen hat er gesehen, wie schwer es sein kann, einen Nachfolger für die Praxis zu finden. Teils dauert die Suche über Jahre, oft erfolglos. Linke hatte keine Lust auf einen späteren Einstieg in den Ruhestand. Aus der Erfahrung habe ich dann ungefähr 3 Jahre vor meinem Erreichen des Rentenalters im Fachhandel bei Dentaltechnikern und Dentalhändlern kundgetan, dass ich einen Nachfolger suche und dass ich einem jungen Kollegen ein Angebot machen würde, wenn er sich bei mir melden könnte. Jedes Jahr machen im Saarland 4 Zahnarztpraxen dicht. Das geht aus Zahlen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung hervor. Dieser Trend sei besorgniserregend. Im Saarland steuert man derzeit auf eine zahnmedizinische Unterversorgung zu. Insbesondere die Waandtregion und das Nordsaarland sind akut betroffen. Und es wird sich weiter zuspitzen. Also momentan ist es so, dass von unserer Kollegenschaft 15% über 65 Jahre sind, also in anderen Berufen quasi schon verrentet sind. Und die Generation der Babyboomer, also diese geburtenstarke Jahrgänge, beträgt bei uns ein Drittel, also 33%. Das ist ja abzusehen, dass die vielleicht in 10 Jahren aussteigen werden. Und das macht natürlich ein großes Problem, weil zu wenig Nachwuchs nachkommt. Und da sitzt der Nachwuchs an der Uniklinik in Homburg. Marie Neuner hat 2022 hier das Studium abgeschlossen. Jetzt ist sie Assistenzärztin am Uniklinikum und lehrt. Die 26-Jährige kann sich im Moment nicht vorstellen, irgendwann mal eine eigene Praxis aufzumachen oder eine zu übernehmen. Was alles an dieser Selbstständigkeit hängt, das zu finanzieren, den Kredit, die Personalbetreuung, Leute zu finden, die wirklich in diese Praxis reinpassen, die ganze Bürokratie, die da dran hängt, das schreckt mich schon ab. Und ich weiß, dass ich hier für mein Leben, für meine Vorstellung von meinem Leben hier vielleicht auch ein bisschen entspannteres Berufsleben haben kann. Der potenzielle Nachwuchs im Saarland reicht nicht. Mehr Studienplätze müssen her, findet die KZV und Zahnärztekammer. Aktuell sind es 27 Plätze in Homburg. Hinzu kommt, dass vor allen Dingen junge Frauen Zahnmedizin studieren. Bei der Familienplanung sind sie dann aber stärker eingebunden. Und dass diese Zeit in der Selbstständigkeit schwieriger als in der Anstellung zu überbrücken ist. Sprich, Mutterschutz gibt es bei den Selbstständigen in der Form nicht. Das ist ein Thema, das angegangen werden muss, gesellschaftlich auch angegangen werden muss. Ob angestellt oder selbstständig in der Praxis, das Einkommen von Zahnärzten ist mehr als auskömmlich. Dennoch, die selbstständig tätigen Ärzte sind in den letzten Jahren immer mehr von Budgetkürzungen betroffen. Das sorgt dafür, dass viele junge Ärzte die Niederlassung in eigener Praxis nicht mehr erstrebenswert finden. Work-Life-Balance ist für manche entscheidender. Das war jetzt im Bereich im Saarland so, dass wir ungefähr 10% der Honorare im ersten Halbjahr, die die Praxen erbracht haben, nicht vergüten konnten, weil einfach die Budgetierung da praktisch eine Bremse setzt. Und das schreckt natürlich dann viele Kollegen, Jüngere ab, zu sagen, ich gehe nicht diesen Schritt in die Selbstständigkeit. Weitere Hemmnis? Der Personalmangel. Viele Praxen im Saarland haben Probleme, zahnmedizinische Fachangestellte zu finden. Bei der Recherche wollten einige vor dem Ruhestand stehende Ärzte nicht vor die Kamera. Aus Angst, ihnen werde das Personal abgeworben. Für die Ärztekammer hat das vor allem mit den sich wandelnden Aufgaben zu tun. Was ganz besonders ins Gewicht fällt, dass die Arbeit am Patienten in den Hintergrund rückt, vor den Bürokratielasten in der Praxis, auch für die zahnmedizinischen Fachangestellten. Und die wollen lieber den Umgang mit den Patientinnen und Patienten haben, am Patienten arbeiten, mit ihm kommunizieren, die Mundgesundheit verbessern, als im Kämmerlein irgendwelche Listen abhaken. Wie also das Problem in den Griff bekommen? Die KZV fordert eine Landarztquote, auch für Zahnärzte. Außerdem sollen mehr Saarländer hier studieren können, damit sie nicht andernorts sesshaft werden. Das findet auch Marie Neuner sinnvoll. Der überwiegende Teil ihrer Studierenden kommt von außerhalb und wird das Saarland früher oder später verlassen. Wenn jetzt es die Option gäbe für junge Menschen, die sagen, sie können sich vorstellen, ihr Leben hier zu verbringen und es dann heißt, wenn ihr euch verpflichtet, für ein paar Jahre nach dem Examen hier zu arbeiten, denke ich, könnte das schon die Leute ansprechen.
Thomas Linke hat das Problem gelöst. Er hat einen jungen Nachfolger gefunden, aber nicht ohne Preis. Der Verkauf der Praxis nicht gerade rentabel. Sie war in dem Sinne dann keine Altersvorsorge mehr. Doch für ihn war es die bessere Variante. Die Alternative zur Übergabe einer Praxis wäre es gewesen, sie am Ende bei Erreichen des Rentenalters zuzuschließen und leer zu räumen. Und das ist schwierig zu handhaben, weil man ja eine gewisse Verantwortung gegenüber den Patienten hat. Zum Jahreswechsel übernimmt in Saarlouis der Nachfolger die Geschicke. Bis zum Rentenalter in anderthalb Jahren bleibt Linke seiner alten Arbeitsstätte noch erhalten. Eine Zahnarztpraxis weniger im Saarland, die in diesem Jahr schließen muss.